Wir grüßen Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe der Schmökerkiste. Wir sind heute Anne Kästner an meiner Seite und ich heiße immer noch Schmidt. Und wir wollen uns heute mal wieder mit beschäftigen. Wir haben ja ein Problem, das ist Ihnen vielleicht noch gar nicht so aufgefallen. Wir sagen immer Schmökerkiste, aber ein Schmöker in dem Sinne ist schwer herauszufinden, was das eigentlich ist. Schmökerst du gerne in Goethe? Naja. Naja, das hört sie sich aber nicht überzeugt an. Also ist es wohl doch Rosamunde Pilcher oder irgendwas. Nee, um Gottes Willen. Nein, auch nicht. Na, dann wird es ganz schwierig. Und solche Bücher, die man zwar mal gelesen hat und die es auch sehr oft gab, die verschwinden nach und nach wieder. Mhm. Und wahrscheinlich Schmöker, weiß ich nicht, ob sie in den Ofen gesteckt wären oder ob die Leute sich daraus Zigaretten drehen, keine Ahnung. Auf jeden Fall findet man die meisten, das ist meine Erfahrung, wenn ich über einen Flohmarkt gehe, da liegt meistens etwas Lesbares herum, was die Leute nicht mehr haben wollen. Ja. Und da habe ich neulich Glück gehabt und habe so einen Stapel gehabt. Der erste, der mich ansah, war Adolf Hennecke, kennt wahrscheinlich gar keiner mehr. Ich habe auch erst überlegen müssen. Aber darunter lagen noch mehr Zeitungen und die halten wir jetzt in Händen oder haben wir hier hingelegt. In erster Linie zwei. Und die sind auch in Bibliotheken kaum aufzutreiben. Also ich habe es probiert, aber es war nirgends zu finden. Erstmal ist das Papier miserabel gewesen. Sie sind so erschienen 1949, ja, so ja. 50. Und zum anderen muss man sagen, sind sie reichlich überholt. Bloß wenn man in deinem Alter nicht, du bist jung. Aber wenn ich Danke. Dann in meinem Alter gucke, dann sage ich, oh Gott, bist du alt geworden und den Kram hast du alles mal als junger Mensch gelesen und vielleicht sogar geglaubt, ich war aber auch nur so groß. Und die habe ich also da gefunden und dann sagte die Dame, die hatte gar nicht mit gerechnet, dass das noch wer kauft. Ja. Und da habe ich gesagt, kann man die kaufen? Ja, ja. Ich sage, was soll denn das kosten? Ach, geben Sie 3 Mark. War aber noch 3 D-Mark. Oder schon 3 D-Mark. Ja. Und da habe ich mir die gekauft und seitdem lese ich da ab und an darunter. Es sind Kinderzeitungen aus den Anfängen der DDR, für die Schule gedacht und natürlich auch für die wackere Jugend, die aus der Schule schon rausgekommen ist. Gab es 2 Abteilungen, die haben wir heute mitgebracht, einige. Das eine ist die ABC-Zeitung, ist ja dein Gebiet. Das ist mein Grundschulgebiet, richtig? Naja. Und na, meins will ich nicht sagen, ist das andere, aber die sind dann ein bisschen älter und können dann meistens auch nicht besser lesen. So, jetzt kommt etwas noch dazu. Diese Leute, sage ich jetzt mal großzügig, die sind ja fast vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, ob noch jeder weiß, wie ein Pionier aussieht. Aber ich habe festgestellt, heutzutage ist ja alles zu vermarkten. Und deshalb habe ich in der Kaufhalle gefunden, etwas, was sicher nur junge Pioniere essen sollen. Ja, da staunst du. Das hast du noch nie gesehen. Oh. Und zwar ist da der junge Pionier drauf. Siehst du, sieht so aus ja, wie ja. du. Ja, ja. Und diese jungen Pioniere mit dem Halstuch und so, die aßen wohl aus der Schulküche am liebsten Tomatensoße. Damals hat man auch rote Soße dazu gesagt. Und sie sehen, also sie können sie wieder kaufen. Ja, du Wahnsinn. Guckst auch so. Das ist echt. Und das gibt's heute. Und jetzt lesen wir aus Zeiten, die lange, lange vorbei sind. Wir fangen so an um 1949, 50. Und dabei haben wir natürlich etwas festgestellt, was im Abstand dann doch nicht ganz so lustig stimmt. Wie nach und nach aus dieser Pionierzeitung oder aus dieser ABC-Zeitung ein politisches Kampfblatt, wenn man so will, wird, ohne dass die Schüler das vielleicht zu Anfang so gemerkt haben. Sicher nicht. Und ihre erwachsenen Eltern auch nicht. Anne, du hast jetzt das erste Kapitelchen und du bringst jetzt mal allen noch bei, wie man als gutes Kind in der DDR sich benimmt. Richtig.
Und da ist die Frage, und wie macht ihr es im neuen Jahr? Max steht nicht auf. Er macht der Mutter viel Verdruss. Seht, wie sie ihn erst bitten muss. Du kommst zu spät, sagt Fräulein Schneider und fragt ihn, ob es sich gehört, dass er hier so die Stunde stört. Bei Heidi ist das anders. Heidi wird nicht fertig. Mappe, Bücher, kreuz und quer liegen hier im Raum umher. Im Trab zur Schule, Heidi voller Hast und Not, vergisst auch noch das Frühstücksbrot. Ja, und der Fritz, der ist das positive Beispiel. Denn Fritz ist zeitig aufgestanden, er sitzt nun vergnügt bei Tisch, isst sein Frühstück warm und frisch. So machen wir es auch. Hier könnt ihr alle Kinder sehen, zur rechten Zeit zur Schule gehen. Wunderbar. Also das kannst du auch noch heute vorlesen. Ja. Aber ob es noch so ganz funktioniert, weiß ich nicht. Auch gute Unterhaltung wurde geboten. Ich habe die Geschichte vom grünen Schwein. Also als ich das jetzt gelesen habe, habe ich gedacht, die konnten ja auch außer grün kaum was nehmen. Ja. Wenn die da drüber geschrieben hätten, die Geschichte vom roten Schwein, ach du lieber Gott. Das wäre, oh weia. Und vom blauen geht auch nicht, vom braunen geht auch nicht. Auch nicht, nein, es muss also die grünen sein. Also das war sehr kompliziert. Ja. Die Zwillinge gehen im Garten spazieren. Am Zaun steht ein rundes, rosa Schwein. Der Vater streicht den Zaun grün an, dann ruht er sich aus. Im Eimer ist noch viel grüne Farbe. Schnell malen die Zwillinge das Schwein damit an. Da steht nun ein grünes Schwein. Stolz erzählen sie es der Mutter in der Küche. Die Mutter lässt vor Schreck den Kochlöffel fallen. Sie ruft den Vater. Der Vater erklärt nun den Zwillingen, das Schwein kann krank werden. Seine Haut kann nicht atmen. Mit Seife, Bürste und heißem Wasser muss die Farbe entfernt werden. Die Kinder schrubben eifrig mit. Endlich ist das Schwein wieder richtig rosa. Da sind alle froh und gehen zur Mutter ins Haus. Siehst du wohl, davon kann man nicht genug hören. Und die Mehrzahl der Geschichten sind auch nicht so, dass da drunter steht, wer sie geschrieben hat. Das haben wohl diejenigen, die sich damit ihr Geld verdient, lieber sein gelassen. Aber auf jeden Fall steht hier, die Geschichte ist von Gerd Jedermann. Mhm. Und kennst du den? Nein. Nee. Das können ja Jedermann sein, ne? Das ist richtig. So, da haben wir so gehört, wie die angefangen haben um 1949. Aber das war natürlich nicht ganz das Richtige, denn ohne Pädagogik geht leider in der Erziehung sehr wenig. Jawohl. Und hier ist mal geschrieben worden, erstmal, wie man denn überhaupt richtig schreibt. Ja, und da habe ich hier einen kleinen Brief. Hilde ist meine Freundin. Hilde ist erst kurze Zeit in unserer Klasse. Zuerst gefiel sie mir gar nicht. Sie mischte sich in alles ein. Angeber, dachte ich. Ich war krank und langweilte mich. Es klingelte. Da kam Hilde. Ich bring dir die Schulaufgaben, sagte sie, und werde dir erzählen und erklären, was wir lernen. Sie kam jeden Tag. Einmal brachte sie zwei andere Kinder mit. Sie sangen Lieder, die ich noch gar nicht kannte. Die gefielen mir so gut, dass ich sie gleich mitlernte. Ich fand Hildes Freunde sehr lieb. Sie besuchten mich und kannten mich doch gar nicht. Ich fragte Hilde, woher sie diese Kinder kennt. Wir sind junge Pioniere, sagte sie. Und wie junge Pioniere nun lernen sollen, das ist natürlich in der Zeitung auch zu finden. Und zwar sollen sie so lernen, wie der gute Wladimir Iljitsch Lenin. Und wie der gelernt hat, das erfahren die Kinder auch. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich auch armselig bis heute noch, denn so habe ich noch nie gearbeitet in der Schule. Aber du wahrscheinlich, du wahrscheinlich. Also, wenn Aufsätze als Hausaufgaben aufgegeben wurden, schrieb Lenin sie niemals erst am Vorabend der Ablieferung. Übereilt, die ganze Nacht hindurch aufsitzend, wie das die meisten seiner Kameraden im Gymnasium taten.
Im Gegenteil, sobald das Thema gegeben und die Ablieferungsfrist, gewöhnlich 2 Wochen, festgelegt war, machte nicht Wladimir Iljitsch sofort an die Arbeit. Oha. Man muss ehrlich sagen, das ist das Problem heutzutage. Wenn man das jetzt hier so liest, sagt man, na Gott, also als Unterhaltung mag es ja noch sein, aber als Vorbild für die Kinder. Also du musst dir vorstellen, der Lenin hat nur erstmal ein Blatt Papier genommen, das hat er gefaltet. Aha. Dann hat er auf der einen Seite, lernen die Kinder, geschrieben, was ihm gleich einfiel. Und aus dem anderen das, was er noch aus Büchern herausgefunden hatte. Und wenn er das hatte, hat er versucht, das erstmal alles zusammen zu kombinieren. Mhm. Ich glaube, da waren schon 14 Tage um. War eine lange Zeit. Ja. Aber dann ging jetzt ja erst los. Jetzt musste er aus dem Kombinierten, muss man nochmal sozusagen nochmal aufschreiben. Aha. Und dann erst die Reihenschrift mit Tinte, die man dann abgeben darf. Du siehst, wir beide haben das nie gemacht. Nee. Alle, die ich in der Klasse hatte, auch nicht. Nein. Aus uns ist deshalb kein Lenin geworden. Nein, leider. Wir haben es uns selbst versaut, sagen wir jetzt mal hier. Richtig, Hans. Weil wir zu faul waren. Das ist das Problem. Aber in der Zeitung ist natürlich auch manches, was politisch ist, tja, wie soll man dazu sagen? Ich weiß es auch nicht. Der Dichter ist hier Karl Heinz. Ja, Karl Heinz. Aha. Ja, ich weiß ja nicht, ob der das Tomatenmark erfunden hat, was manchmal aus USA kommt. Also auf jeden Fall ist hier ein wunderbares Stück für Puppentheater. Mhm. Und das heißt Hennes hier und seine wundervolle Reisetasche. Und zwar, Hennes hier ist ja der Kölner Kasper. Jawohl. Und der spielt mit, seine Frau, ein junger Mann, ein Volkspolizist in Köln ist auch. Das ist wichtig. Ja, aber ziemlich unwahrscheinlich. Ja. Dann spielt noch mit ein Wachtmeister, ein Diener des Teufels Großmutter, Adenauer und einige Kinder. Ja, mit Adenauer bist du natürlich erstaunt. Ja. Denn wenn du das Schauspiel dann hier mal durchliest, dann stellst du fest, aha, des Teufels Großmutter, die ist sozusagen bei Adenauer, tja, die Mutter. Ach so? Ja. Also, denn sie sagt, im Vorzimmer von Adenauer kommt sie reingerauscht, Diener, mach er mir die Tür auf, ich will mit meinem Sohn sprechen. Das musst du dir mal überlegen. Oh. Und das Schlimme ist, jetzt kommt noch Hennes hier auch noch in das Vorzimmer. Und er kommt gerade aus Ost-Berlin. Na, Ost-Berlin sagt er nicht, aber wir erfahren gleich, die Volkspolizei hat ihn geschickt. Und siehe da, was will er denn Herrn Adenauer bringen? Er bringt eine Aktentasche mit Notizen aus unserer Gegend. Und verlangt, dass der gute Adenauer, gut in Anführungszeichen, dass der das jetzt im Westen durchsetzt. Mhm. Und zwar, er hat nämlich gesehen, hier gibt es keine Kasernen mehr. Ja, ich habe irgendwie schief geguckt. Keine Kasernen, aber es sind jetzt Kinderpaläste gebaut worden. Und da, die sind so groß wie Flugzeuge und groß wie ein Krankenhaus mit Möbeln und tausenderlei Spielzeug. Statt eines Gewehres kann ein Bauer einen Pflug erhalten. Kannst du dich noch besinnen, vor der Wende waren sie nicht so sehr für Flügelschmieden. Da durftest du die Losung nicht sagen. Nee. Also du siehst, es war eine schön gedichtete Fantasie. Und das alles in der ABC-Zeitung. Erstmal ziemlich unspektakulär, aber ich bin überzeugt, hat kein Mensch das Stück gespielt. Aber ich glaube es auch nicht. Nein, ich glaube es nicht. Aber die Bilder, die dabei sind, die sind von einem später großen DDR-Künstler. Aber der musste ja auch mal anfangen. Ja? Das sagen wir nicht, wer das gemacht hat. So, fertig. Die Kinder mussten ja nicht nur lernen, dass es bei uns am besten ist, sondern die mussten ja auch mal Vorbilder haben, mit denen sie was anfangen konnten. Einer,
der großen Vorbilder oder eins der großen Vorbilder kennen heute die Leute noch so in unserem Alter ein bisschen. Der hieß Michurin. Mhm. Die Vornamen hat nebenbei nie einer behalten. Ich frage immer mal, wie hießen die denn mit Vornamen? Wie waren denn die Vornamen? Nein, kennen wir nicht. Dieser Michurin hatte was ganz Besonderes erfunden, was wir hier nicht so begriffen haben. Der war schon einige Epochen weiter. Und zwar, das war eine Art Biologe oder, was kann man noch sagen, Gärtnermeister, ja. Obergärtnermeister der Sowjetunion so ungefähr. Und der hieß Michurin. Die Leute hier haben das erst nicht begriffen, denn es musste auch jede Schule einen Michurin-Garten haben. Ja. Und da mussten die Kinder da irgend Bohnen legen oder Erbsen und gucken, wie die rauskamen. Aber das wussten die meisten schon, weil wir nach dem Krieg alle irgendwie ein Gärtchen hatten, wo sie ihren Eltern helfen mussten, da ein bisschen Grünzeug zu entwickeln. Aber Michurin, das war ja nur was ganz anderes. Dieser Michurin, wie gesagt, erscheint nun in den paar Blättern, die wir haben, immerzu. Das hing den Leuten so zum Hals raus, dass sie überall Witze machten, aber sind wieder vergessen worden. Ich kenne nur noch, dass wir immer gesagt haben, Michurin hat festgestellt, dass Marmelade Obst enthält. Da gab es viele Sprüche. Ja, sind leider alle wie Michurin langsam untergegangen. Und die Michurin-Gärten haben wir auch nicht mehr, ist also auch schlecht. Aber wir können ja noch mal zeigen, was der Michurin zum Beispiel gemacht hat. Hier unten ist eine Frucht, kann ich nicht sagen, was das ist. Also das heißt Actinidien, kenne ich nicht. Das sieht so aus wie breitgewalzte Stachelbeeren und eine Kreuzung Stachelbeeren und unreife Pflaumen oder irgend so etwas. Jedenfalls die Sorte heißt immerhin Clara Zetkin. Also vielleicht findet sich noch einer, der Clara Zetkin im Garten hat. Der muss ganz groß rauskommen. Es könnte aber sein, dass er diese Aprikosen hier hat. Die Aprikosen haben auch einen schönen Namen. Die heißen Tavarisch. Oi. Ich hätte sie ja Wodka genannt, aber wahrscheinlich haben sie dafür nicht gepasst. Und hier oben gucke ich jetzt nicht nach. Das ist auch, was er wahrscheinlich einen vom Nordpol, einen vom Südpol, die gekreuzt. Dann in Afrika wachsen. Also so ungefähr war das. Und also dieser Michurin war wirklich ein ganz großes, sagen wir mal, wie mein Großvater mir gesagt hat, ein ganz großes Ass auf der Geige. Er hat aber Ass gemeint. Seitenlang, baut man einen Michurin-Garten, ja? Also seitenlang und vor allen Dingen alles so eine Versuchsreise Weißkohl. Aha. Also die sollst du im ersten Beet gießen und zwar einmal in der Woche und im zweiten Beet jeden Tag. Und dann wirst du ja sehen, die werden so groß vermutlich und die schmecken nach allem, was du willst. Also wenn man das heute liest, sagt man, waren die damals wirklich so? Und man muss ehrlicherweise sagen, so waren die damals. Sie wollten das mit Gewalt durchsetzen. Ja. Und für diejenigen, die vielleicht ihr Beet in einer Hilfsschule hatten, haben sie extra noch da geschrieben, sie brauchen nicht jeden Tag zu gießen, wenn es regnet. Oh. Damit hast du nicht gerechnet. Aber ein wichtiger Hinweis. Aber so ist es. Und die Leute haben das gesehen. Und haben gesagt, das kommt auch mal wieder was anderes. Und meistens haben wir da nicht Unrecht gehabt. Ich glaube, du hast mal zusammengestellt Berichte, was so alles in der sich dann gebildeten Republik an den Schulen und Pioniergruppen, was sich da getan hat. Ja, aus Pioniergruppen und Schulen. Da haben wir ja einige nette Sachen gefunden. Also zum Beispiel, unsere Pioniergruppe nimmt sich die FDJ-Schulgruppe zum Vorbild, denn diese ist bereits die beste aus dem ganzen Kreis. Niemand kann uns vorwerfen, dass wir nichts leisten. Wir haben schon bei mehreren Ziegelsteinaktionen mitgewirkt. Unseren Park aufgeräumt und wollen jetzt die Patenschaft für eine Schule übernehmen, die noch nicht so viel am Zweijahresplan mitgeholfen hat.
Da wir sehr viel anderen Kindern helfen, kommen auch immer mehr Jungen und Mädchen in unsere Gruppe. Mit unserem Pionierleiter verstehen wir uns sehr gut. Wenn wir einmal etwas nicht wissen, so brauchen wir immer nur zu ihm zu gehen, dann erklärt er uns alles. Darum halten wir auch so sehr viel von ihm. Seid bereit, Klaus Bettnutz, Cottbus, Thelmann, Platz 60. Siehst du was? Das war so ein Brief. Ja, das war ja wirklich ein tüchtiger. Oder ein Entschuldigungszettel, auch sehr interessant aus der damaligen Zeit. Erkältet war ich und sehr krank und dieses nun 6 Tage lang. Da merkte ich mit Freuden gar, wie bang mir nach der Schule war. Will gerne lernen und viel wissen. Es ist schön, dass wir zur Schule müssen. Ein Lehrer aus der Grundschule 3 in Wittstock bekam diesen Entschuldigungszettel von einem Schüler. Er gefiel ihm so gut, dass er ihn der Schulpost schickte. Sicher versteht der Schüler sich gut mit seinem Lehrer. So muss es überall sein. Schüler, Lehrer und Eltern sollen Vertrauen zueinander haben und sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig Freude bereiten, wo sie nur können. Tja, das sind wirklich fromme Worte. Ja. Hast du noch solche schöne Nachrichten? Ja. Na, dann mal los. Wie wäre es denn mal mit der Lehrerin? Na gut. Wir alle, unsere Klasse, haben Fräulein L. sehr gern. Sie ist unsere Russischlehrerin. War ja damals obligatorisch. Ja, die Sprache der Freunde. Doch es gibt leider Kinder, denen immer etwas Erzählenswertes gerade in den Stunden einfällt und das müssen sie natürlich gleich loswerden. Das kann Fräulein L. gar nicht leiden und sie wird dann oft sehr böse. Nun haben wir beschlossen, ihr eine Freude zu bereiten. Wir wollen ihr nämlich in russischer Sprache Rotkäppchen vorspielen. Ob sie sich darüber freuen wird? Gesine Meyer, Naumburg an der Saale, Marienring 12. Ja, ich nehme an, die hat sich so gefreut. Ja. Schöner konnte es gar nicht sein. Dabei muss man mal sagen, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, bevor diese Pioniergruppen da waren, gab es ja auch schon solche Kindergruppen. Ich war in einer Gruppe, die hieß Rotkäppchen. Das ist mir gerade jetzt eingefallen. Ja. Es gab auch Tastapferne Schneiderlein und ähnlichen Unsinn. Aber naja, nach ganz kurzer Zeit waren wir alle Pioniere. Und da? Das war ja selbstverständlich, dass wir da mit dazu gehörten. Ja. Wir wollten ja das nicht verpassen. Und mit dem Russisch, naja, das war etwas schwieriger. Oh ja. Aber ich kann mich besinnen, gerade weil du es gesagt hast, unser Rektor hieß der immer noch. Das gab es zwar gar nicht mehr, aber die Eltern hatten uns beigebracht, das ist Herr Rektor. Der war nebenbei ein sehr guter Lehrer. Und der hat uns vor allen Dingen beigebracht, selbst meine Gattin weiß inzwischen, wie viel 7 mal 8 oder 8 mal 7 ist. Ja, weißt du das sofort? Ja, ja, 56, mit klar. Oh. Wir wussten das nicht so schnell, sondern er hatte uns beigebracht, das ist seine Hausnummer. Und die ist 56. Mhm. Und wenn der vor dir stand, hat er gesagt, 7 mal 8. Dann wusstet ihr, wo er wohnt. Dann wussten wir, das ist 56. Bis auf einen, der besonders schlau war, ist. Der hat dann gesagt, ich glaube 28 oder irgendwas. Und da war der so wild, wie er darauf kommt. Und hat gesagt, das ist meine Hausnummer. Siehst du? Ja, ja, aber der war nicht so sehr gut. Und Herr Rektor musste uns beibringen, dass wir Russisch mitmachen mussten. Denn es waren viele Eltern damals, die gesagt haben, ach nee, also ja. Russisch, Englisch ja, aber Russisch braucht nicht unbedingt zu sein. Ja, genau. Aber der hat dann für uns Reklame gemacht. Also nee, nicht für uns, sondern vor uns. Und hat gesagt, also schon ein Sechstel spricht Russisch auf der Welt. Und jetzt kommen noch die ganzen Chinesen dazu. Und dann auf die paar Amerikaner, na, die müssen dann mehr oder weniger zwangsweise das lernen, sonst können sie sich nicht mehr mit uns unterhalten. Das hört sich alles so an, als ob das von heutigem Standpunkt ja auch lustig ist, aber damals ist es nicht so gewesen. Und man merkt etwas in diesen Zeitungen, ab 1952, 1953 macht sich bemerkbar, dass es ja noch einen anderen deutschen Staat gibt. Mhm. In dem hier, außer Hennes hier in Köln
und Adenauer ja. mit Teufels Großmutter ja. kommt da nichts drin vor. Ja. Aber da mussten die ja irgendwie drauf reagieren. Mhm. Wie die das gemacht haben, ich glaube, wir haben ein gutes Beispiel gefunden. Und jetzt können sie was lernen. Ja, da geht es darum, wie die Schulkinder ins Schaufenster blicken. Und zwar in München. Und ganz genau. Wo es ganz schwarz und düster ist. Ja, in München gibt es viele Schaufenster, die alle ihre Waren den Leuten anbieten. Weil die Leute kein Geld mehr haben, gibt es jetzt alles zum Kaufen. Wollte man zuvor etwas kaufen, so hieß es immer, ausverkauft. Wenn man jetzt in einen Laden geht, so heißt es gleich, mit oder ohne. Die Armen können sich aber ohne nicht viel kaufen, denn ohne Marken kostet es fast nochmal so viel. Sie stehen darum am Schaufenster und müssen die Sachen nur ansehen. Traurig, traurig. Ja. Oder vielleicht noch etwas. Und am besten gefallen mir diese, welche Uhren zur Schau bringen. Also die Schaufenster, die Uhren zeigen. Ob das nun ein Regulator, eine Kuckucksuhr, ein Wecker oder eine Armbanduhr ist, das ist mir gleich. Schon oft habe ich mir überlegt, ob ich mir das nötige Geld zusammensparen soll. Doch immer wieder ließ ich den Gedanken fallen, denn ich wäre ja nie ans Ziel gekommen. So ist es. Ja. Siehste. Nun muss man sagen, das wirkt alles sehr holzhammermäßig. Das ist natürlich die Zeit, wo die Leute kein Fernsehen aus dem Land sehen können, ja, soweit ja. es dann erfunden war. Und deshalb sich auch sicher manches, wenn sie es nicht durch ihre Verwandten anders erfahren haben. Prägte sich so ja, ein. Das ja, hat, dass sie mhm. gesagt haben, naja gut, wir wissen es jetzt nicht anders. Ja. Was auffällt nach 1952, 1953 war ja dann ein Volksaufstand sogar in der DDR. Das sind merkwürdige Gedichte und Geschichten, wo man sagt, Schulpost, gehört das da rein, ABC-Zeitung. Mir ist das zu Anfang auch nicht aufgefallen, weil es zum Beispiel als Lieder da plötzlich geboten wird. Und du mhm. sagst, naja Gott, kenne ich nicht, das singe ich jetzt auch nicht, da liest du da gar nicht mal den Text durch. Und dann habe ich mal so einzelne durchgesehen und habe gedacht, um Himmels Willen. Hier ist ein Pionierlied von 1952. Habe kein Gewehr, aber einen Plan, schad dem Feinde sehr wie ein Partisan. Oha. Und jetzt kommt dasselbe nochmal mit dem Refrain. Ruft mein Land zur Pflicht gegen Feindesgier, fürchte ich mich nicht als Pionier. Und jetzt wird's ganz böse. Helf im Kampfe mit, schad dem Feinde auch durch einen scharfen Schnitt in den Autoschlauch. Oh. Also wenn man Kindern oh. Schulpost, ABC-Zeitung jetzt schon das beibringt, sehr bedenklich. Dass sie sich mit einem Messer bewaffnet gegen Feinde vorwagen soll, dann muss man sagen, da ist ein Fundament aufgebaut, ja. wo es nachher wirklich kein Wunder war, dass das nicht gehalten hat. Ja. Und es hat natürlich damals auch, würde ich mal sagen, kaum jemand interessiert, weil ja auch zwischendurch immer was war, wie macht man Lagerzirkus, wie baut man Elefanten ja. und wie lerne ich schwimmen und wie pflanze ich Kartoffeln für Mitschurin und all so ein Kram. Da ging das ein bisschen drin unter. Wenn man das heute durchsieht, sagt man, das ist aber wirklich Absicht. Also Kalender der Natur, also welche Heilkräuter sind da? Was muss ich wissen über Erste Hilfe? Gibt's auch. Was gibt's denn noch? Morgenappell im Lager, da steht natürlich genau drin. Das war das, wo meine Mutter mal gesagt hat, du gehst da nicht rein. Das ist ja wie bei der Hitlerjugend. Oh, ja, doch, wenn du, ja, ja. wenn du das hier durchliest und wer grüßt wen und wo ja, ist ja. im Gleichschritt und da müssen sie die Fahne grüßen, bis sie ganz oben hängt. Also da sagt man sich, das, aber es steht zu Anfang, wir sind alle bereit zur Verteidigung des Friedens und der Heimat.
ja Gott, was willst du da nur machen? Und am Ufer der Havel ist es besonders schön. Da ist ein Pionierlager und da spielen sogar welche Akkordeon. Das sind die Pionierleiter. So einen habe ich aber nie gesehen. Die ich kennengelernt habe, die sind entweder gleich zur kasernierten Volkspolizei gegangen. Da hatten sie es einfacher, als wenn die Kinder den Ton nachmittags hatten sie drauf. Kamen. Ja, den Ton hatten sie auch drauf. Ich kann nur sagen, wir hatten einen guten. Mein bester Schulfreund, mit dem ich bis zur 12. Klasse gegangen bin, der hatte so chemische Anwandlungen und ich habe da mitgemacht und er hat das ja auch studiert und war auch Diplom-Ingenieur dafür. Wir haben aber das ausgenutzt und haben alles das, was wir nicht beim Drogisten bekamen an Chemikalien, haben wir immer unterschreiben lassen, dass wir das für die Schule, für die Arbeitsgemeinschaft Chemie geholt haben. Also, ihr Schlitzohren. Ja, das muss man sagen. Nee, wir waren richtige Pioniere, das muss man auch mal sagen. Ja, jetzt müssen wir aber mal sagen, was wurde denn nun, wenn es Weihnachten wurde? Was wollten die denn da nun machen? Also von Mitschurin, Weihnachtsbaum, das fiel aus. Ja. Und Apfelsinen von dem sowieso. Das war nicht. Hatte, glaube ich, auch nicht erfunden. Dann mussten die auch mal eine Seite machen. Und hier ist eine Seite aus diesen frühen Zeiten. Und die wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Und da steht drüber, der Winter ist kommen. Und da stehen schöne Gedichte und ich lese Ihnen gleich mal eins vor. Der Winter ist kommen, verstummt ist der Hain. Nun soll uns im Zimmer ein Liedchen erfreuen. Das glitzert und flimmert und leuchtet so groß. Es spiegelt die Sonne im blitzblanken Eis. Wer das jetzt nicht versteht, dem geht's wie mir, weil das Liedchen, wie das glitzert und flimmert, weiß ich auch nicht. Wir gleiten darüber auf blinkendem Stahl und rodeln mit Jauchzen vom Hügel ins Tal. Und senkt sich der Abend, geht's jubelnd nach Haus, ins trauliche Stübchen zum Bratäpfelschmaus. Der erste Schnee, die weißen Flocken fliegen, die Luft ist rein, der Wind weht kalt, und Garten, Wiese, Feld und Wald in weißer Hülle liegen. Und es gibt sogar einen Abzählreim. Ein Jahr fängt an, das Alte verrann, weil die Welt sich dreht und nicht stille steht. Hat all seinen Zweck und du bist weg. Und du hast noch den Höhepunkt. Ja, ich habe jetzt den Bratapfel im Stübchen beim Bratäpfelschmaus. Ja. Kinder kommt und ratet, was im Ofen bratet. Hört, wie's knallt und zischt, bald wird er aufgetischt. Der Zipfel, der Zapfel, der Kipfel, der Kapfel, der gelbrote Apfel. Kinder, lauft schneller, holt einen Teller, holt eine Gabel, sperrt auf den Schnabel. Für den Zipfel, den Zapfel, den Kipfel, den Kapfel, den goldbraunen Apfel. Sie pusten und brusten, sie gucken und schlucken, sie schnalzen und schmecken, sie lecken und schlecken. Den Zipfel, den Zapfel, den Kipfel, den Kapfel, den knusprigen Bratapfel. Nun können Sie ja sagen, aha, naja gut, Sie haben da Schläuche aufgeschlitzt und ähnliche Sachen, die man nicht macht, haben Sie sich ja auch ausgedacht. Aber das Witzigste von allem ist tatsächlich, dass da drunter steht, woher die Gedichte sind. Und die sind nun mal nicht von Gerd Jedermann oder ein ähnlicher Mann, sondern darunter steht allen Ernstes aus dem bayerischen Lesebuch. Genau. Die armen Kinder im Westen, die in die Schaufenster sehen. Ja. Ja, du siehst es. Aber sie haben wenigstens einen Bratapfel in Lesebuch. Genau. Während das bei uns sicher nicht der Fall genau. war. Genau. Ja, Anni, ich danke dir. So, und nun haben wir aber noch einen delikaten Schluss für unsere Zuschauer. Und Sie denken, ich habe jetzt immer noch die rote Soße in der Hand. Nein, das ist nicht mehr der Fall, sondern ich war auch schon ein zweites Mal in der Kaufhalle und habe festgestellt, also wenn Sie jetzt wirklich Erinnerungen an Ihre Jugendzeit haben und vielleicht schon die rote Soße in der Büchse, dann kriegen Sie jetzt auch noch etwas ganz Besonderes neuerdings. Und zwar ist das
die NVA Feldsuppe. Also Sie sehen sogar, wo die hergestellt ist, in einer Gulaschkanone, wenn Sie zu Hause keine mehr haben. Aber Sie sehen, es wird viel getan, dass auch unsere uralten Zeitungen und Zeiten noch ein bisschen behalten werden im Gedächtnis. Wobei ich etwas sagen muss. Vor Jahren war ich bei einer Tagung für Volkskunde in Rostock vor der Akademie. Und da habe ich mit einem Professor Doktor gesprochen, weil ich eine Frage hatte. Und da sagte ich zu dem, ja, das ist also schwierig. Ich habe da gefragt, aber das wird, die Leute wissen das nicht. Und da hat der damals gesagt, ja, wissen Sie, was sich am schnellsten ändert? Bei den Gewohnheiten der Menschen, tja, das kann ich nicht so sagen. Da sagt er, da denken die meisten Leute die Denkgewohnheiten. Mhm. Nein, sagt er, das haben wir alles erforscht, auch in der DDR. Die Denkgewohnheiten, das können wir zwar nicht immer laut sagen, die sind am schwersten zu halten, denn die Leute, wenn sie was hören, aha, jetzt geht das so, dann machen sie alle ihren Mitschurin-Garten oder sonst was. Aber was schwer zu ändern ist, und das stimmt, das sind die Essgewohnheiten. Mhm. Also wer einmal im Schnee und Eis seine Büchse leer gelöffelt hat, das hilft fürs ganze Leben. Und wahrscheinlich, auf geht's. Also, was gibt's morgen bei euch zu essen? Bestimmt keine NVA-Feldsuppe. Ja, das kann sein, weil inzwischen alle ausverkauft sind. Aber das war in der heutigen Schmökerkiste mal etwas, was wir so hier noch nicht vorgetragen haben. Ja. Etwas, was es gegeben hat, von dem fast nichts mehr übrig ist. Also ich würde mich sehr wundern, wenn es noch viele unserer Zuschauer gibt, die eine ABC-Zeitung oder eine Schulpost haben. Das ist. Aber wir haben sie dank Flohmarkt. Und wir verabschieden uns. Und wenn wir nun auch erst im November sind, holen sich schon Bratapfel und passen sie auf. Am besten sind die aus dem Westen. Und aus Bayern, die sind besonders schön. Ja. Vielen Dank. Danke.